Wenn alles gut läuft, finden wir sogar einen Weg, diesen Planeten wieder zu verlassen oder vielleicht sogar weitere Überlebende. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica. Ja, wir sind leider immer noch abgestürzt. Es hat sich leider seit dem ersten Part nicht viel geändert. Uns geht's immer noch nicht gut. Aber ich sehe, dass wir eine neue Nachricht auf dem Kommunikator haben, Freunde. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't warn us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal uploaded to PDF. Oh, guck mal, hier ist Wasser und Essen. Was für Schlangenvieh frisst sich durch die Wand? Ich will nicht dahin, wo ein riesiges Schlangenvieh ist. Oh nee, Guys, ich will das nicht. Ich will es nicht. Aber wir müssen. Ja, das ist tatsächlich der Gameplay-Loop von Subnautica, Freunde. Man macht permanent Dinge, wo man sich denkt, die traue ich mich nicht. Die traue ich mich nicht. Die traue ich mich nicht. Man macht immer weiter und irgendwann juckt einen gar nichts mehr. Aber gut, ich will noch so eine Taschenlampe machen. Dafür brauche ich eine Batterie. Und für die Batterie benötige... Ah nee, ich kann eine Batterie sogar machen. Sehr schön. Weil gerade wenn wir bei Nacht unterwegs sind, würde ich dann doch immer sehr gerne Licht haben. Warte mal, hier oben habe ich jetzt auch noch mehr, was ich craften kann. Brauche ich aber nicht. Nee, dann nehmen wir jetzt hier noch so eine wunderbare Lampe mit. Na, damit wir einfach hier ein bisschen was haben. Und dann schiebe ich mir die Lampe hier unten auf diesen Slot. Sehr schön, habe ich nämlich hier unten alles voll mit meinem Werkzeug. So, dann trinke ich noch kurz was. Dann hole ich mir noch ganz kurz hier raus mein Food. Genau, das dürfte, glaube ich, eins reichen. Hier so ein Nährstoffblock, 75 Ernährung. Oh, man kann sich sogar überfressen. Sehr interessant. So, und dann... Oh, ist es Nacht. Oh, ist es Nacht. Oh, das gefällt mir nicht so. Aber, Freunde, dann gehen wir mal hier rein. Wir können sogar mit unserer Seemutter jetzt den Scheinwerfer anmachen. So, wird angegriffen. Oh, Guys. Wollen wir wirklich in Richtung der Rettungskapsel? Ich meine, was soll's, ne? Wir müssen es sowieso irgendwann tun. Wir müssen es sowieso irgendwann tun. Warum düsen wir nicht jetzt gleich los? Wie gesagt, das ist, in diesem Spiel geht es viel darum, seine eigenen Ängste zu überwinden. Und auch wenn ich, wie gesagt, ich kenne ja die Story von dem Game. Ist ja nicht so, als ob ich nicht wüsste, so grob, was passiert und in was für Bereiche wir kommen, habe ich trotzdem einfach nur Angst. Also dieses Spiel ist wirklich... Immer wieder, oh hi, den locken wir raus, genau. Aua. Dieses Spiel ist einfach immer wieder eine ganz, ganz große Herausforderung für mich selber. Aber wir ziehen das durch, Freunde. Wir ziehen das durch. So, wir müssen sehr auf unseren Sauerstoff aufpassen. Für die große Sauerstoffflasche brauchen wir Silbererz. Und Silbererz gibt es, glaube ich, eher in tieferen Gebieten. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Was seht ihr denn für lustige Kollegen? Warte mal, die scanne ich mal. Wer oder was? Paddelkäfer. Hä, wie cool sind die denn? Also ich glaube, die haben keine wichtige Rolle. Und ich krieg's auch irgendwie noch nicht gescannt. Bros? Ich will euch doch nur kurz scannen. Da jetzt. Sehr schön. Einheimische Lebensform, wie cool. So, und ihr habt mir auch gesagt, dass wenn ich nichts in der Hand habe, dass ich dann schneller schwimme. Aber ich glaube, das ist mir jetzt relativ egal, weil wir haben jetzt sowieso die Seemotte. So, da müssen wir hin, Freunde. So, durch das Schlingpflanzenfeld. Jetzt wird es auch wieder Tag, was uns sehr hilft. Aber vielleicht ist mit diesem schlangenartigen Vieh auch nur dieses Vieh gemeint, was hier unterwegs war. Also wir haben ja hier auch schon mal was gefunden. Was ist das? Mobile Fahrzeugstation. Okay. Alles klar, 1 von 3. Also wir haben ja hier auch so ein schlangenartiges Vieh gesehen. Das war ja jetzt noch nicht so schlimm. Also es sah schon fies aus. Gelandenqualle, sehr interesting. Aber es war jetzt noch keins, wo ich mir in die Hose mache. Freunde, es gibt noch Monster, bei denen ich mir in die Hose mache. Darauf könnt ihr vertrauen. Aber jetzt erstmal eins nach dem anderen, Freunde. So, dann nochmal Luft holen.
So, da vorne ist es. Da vorne ist es. Oh, da ist so ein Riesenvieh. Die sehen übel böse aus, sind aber eigentlich total lieb. Die machen gar nichts. Das sind quasi einfach so schwimmende Inseln. Die sind aber richtig cool. Also, die tun uns nichts. Das sieht einfach... Boah, der Sound. Imagine, so eine basshaltige Stimme zu haben. Da musste ich ja fast ein bisschen mit meiner Stimme runtergehen. Riffrücken heißt das ganze Ding. Das sind einfach schwimmende Inseln. Die leben einfach nur ihr Leben. Und sind glücklich. Da passiert aber nicht viel. Ich habe gerade von irgendwas auf die Schnauze bekommen. Ich habe gerade von irgendwas Schaden bekommen. Okay, Freunde. So. Aber jetzt hier. Unter uns ist die Rettungskapsel. So, welches Vieh hat euch angegriffen? Okay, ich habe wieder einen Notruf gerade reinbekommen. Das sieht man in dem blauen Zeichen oben rechts. So. Das ist so epic, ne? Wow! Ist das Vieh damit gemeint? Ich weiß es gar nicht. So, Seemottenfragment. Alles klar. Zack. Sehr schön. Was hat sich hier reingefressen, verdammte Axt? Aber hier ist ein PDA. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird-looking caves nearby. 30 seconds. Aurora was carrying everything needed to build the phase gate. Mobile vehicle bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Oh boy, die Aurora hatte alles an Bord zum Bau des Phasentores. Mobile Fahrzeugstation, Bioreaktoren, Schubkanonen, sie hatte ein Kino. Es gab einen 0G-Trainingsraum, mein Café. Ich verstehe nicht, wie wir hierher gekommen sind. Nein, der hatte übel Angst. Er hat gesagt, er konnte außerhalb des Fensters nicht erkennen, ob das einfach Felsen sind oder Aliens, die er sozusagen als Schatten hier irgendwo herumdüsen sieht. So, Freunde, ich werde mich jetzt hier auf jeden Fall umgucken. Ich weiß nicht, da vorne, das Vieh... Greift mich das jetzt an? Ja, es greift mich an, aber ich will es scannen, Freunde. Ich will es scannen. Ein Sandhai da. Zack. Ach, der verbuddelt sich im Sand. Ah nein, der ist jetzt da unterwegs. Nee, ich will dich scannen, Bro. So, er greift mich an. Okay, und wenn wir unter 100 Meter tauchen, verbrauchen wir mehr Sauerstoff. Aufgrund des Wasserdrucks vermutlich. 30 seconds. So, Freunde, aber jetzt müssen wir mal genau aufpassen. Wir haben hier ein Seemottenfragment gefunden und all diese Notrufe und all diese Signale, die man empfängt, empfängt man immer aus einem bestimmten Grund, weil man quasi an neue Orte gebracht werden soll, an die man sich vielleicht sonst nicht getraut hätte oder dass man vielleicht so Hinweise bekommt, so, na, so hey, guck dir mal die Gegend an, na, alles in die Richtung. Das haben wir hier. Das ist, glaube ich, eine Salzablagerung, oder? Ja, sehr interessant. Aber ich will jetzt auch gucken, ob hier mehr dieser Fragmente rumliegen. Oh, okay. Hier ist sogar ein unbekanntes Biom. Alles klar, sehr, sehr, sehr interesting. So, hier ist Kupfer drin. Ja, aber ich brauche Silber, ne? Für die bessere Sauerstoffflasche müssen wir Silber finden. Jetzt passt mal auf, ich hiete mal den Kollegen hier raus. Und diesen Metallschrott jiete ich auch raus. Und ich glaube ganz ehrlich, diese Schweber, ich brauche sie nicht. Also ich wüsste nicht, wozu, Guys. So, deswegen droppe ich die jetzt einfach mal kurz raus. Und dann düsen wir einfach nochmal ganz fix hoch. Aber da erscheint kein weiteres Fragment zu sein, ne? Also diese Seemotte, die wir da gefunden haben, das ist so eine Art kleines Mini-U-Boot. Und irgendwie wäre es schon sehr, sehr geil, wenn wir da noch mehr Fragmente finden würden. Und die sind wahrscheinlich auch irgendwo hier in diesem, ich nenne es mal, roten Grasbiom wahrscheinlich. Oh, was ist hier denn? Wie, Wie konnte ich denn das übersehen? Wie zur Hölle konnte ich dieses Riesenwrack hier übersehen? Also, das ist alles nur Metallschrott, ne? Das ist alles extrem viel Titan. Ist ja alles ganz nett. Aber, brauche ich jetzt noch nicht unbedingt.
Ja, das liegt, der liegt genau an dieser 100 Meter Grenze. Scannerraumfragment, okay. Ich nehme fragmenttechnisch alles mit. Oh, ich habe den jetzt so, nee, ich habe den noch nicht direkt bekommen. Ich dachte schon. So, Batterieladestation-Fragment. Oh, Batterien aufladen klingt auch sehr, sehr grün, Freunde. Oh nein, bitte nicht ertrinken. Ich werde ertrinken, Freunde. Oh nein, kommt jetzt mein erster Tod? Oh, oh mein Gott! Unser No-Death-Run lebt wie nie zuvor, Freunde. Wow. Oh, ich glaube, da ist aber noch mein Seemottenfragment. Hier, dieses Runde, immer diese Halbkreis oder diese kreisartigen Dinger, das ist, glaube ich, immer Seemotte. Ja, Freunde. Hier bei dieser Absturzstelle sind extrem viele Fragmente, die wir gut brauchen können. Sehr viele. Okay, da oben ist nochmal Kalkstein. Da kann ich auch mal gucken. Ich glaube, Silber ist auch in so Kalksteinfragmenten. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist alles Metallschrott. So, ich versuche immer über dieser 100-Meter-Grenze zu bleiben. Damit wir hier sozusagen nicht zu viel Sauerstoff verbrauchen. Was bist du? Ah, das ist auch der Scannerraum. Okay. Jetzt habe ich hier irgendwas auf die Fresse bekommen. Irgendwas knabbert mich hier immer an, Mann. Okay. So, wir müssen nochmal auftauchen. Es ist leider sehr ineffizient, unsere Art und Weise, uns hier umzugucken. Aber wir müssen irgendwo Silber finden. Ich vermute, Silber wird es wahrscheinlich irgendwo tiefer geben. Also immer wenn man Materialien braucht, die man noch nicht hat, dann sind die meistens einfach irgendwo tiefer unter Wasser. Und da schauen wir jetzt einfach mal. Das ist extrem viel Salz. Das ist mir alles vollkommen egal. Das brauche ich nur, wenn ich Mario Maker spiele. So, wir tauchen weiter hinab. So, hier vorne waren wir auch nicht. Ist das Seemotte? Nee, Bioreaktor. Ah, wir finden jetzt, glaube ich, all die Sachen hier, die der Kollege in seinem Audiolog erwähnt hat. Ne, der hat ja auch vom Bioreaktor geredet und von, dass er von dem herunterfallenden Seemottenfragment irgendwie erschlagen wurde. Oder sowas in die Richtung. Oh, das ist alles nur Metallschrott, verdammte Axt. Als ob es jetzt hier nicht noch das dritte und letzte Fragment für die Seemotte gibt, Guys. Nein. Why? Ja, ich muss hoch. Ah! Okay, alles gut. Ich glaube, wenn wir auf Null sinken, bei noch 50 Metern. Okay, wir sind jetzt aus das Null gegangen. Da ist alles entspannt. Okay. So, ich überprüfe das Ganze jetzt hier noch ein letztes Mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte hier alle Fragmentteile finden. Warte mal, das hier sieht auch noch sehr verdächtig aus, to be honest. Nein, nicht. Okay, das ist einfach nur eine weiße Wand. Ich dachte, diese Fragmente erkennt man immer so ein bisschen daran, dass sie so ein bisschen heller sind und irgendwie noch so ein bisschen, ja, wie so ein sammelbares Item aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Das Gamer hat mal irgendwann so ein Auge so dafür. Was ist Umgebung und was kann ich einsammeln? Also nicht immer, aber häufig. Okay, jetzt schwimme ich hier drin. Okay, Freunde, ich glaube. Also wir haben hier sehr viele geile Fragmente gefunden tatsächlich. Auch die Batterieladestation klingt mega. Aber irgendwie scheinen wir hier jetzt noch keine Baupläne vollständig zu bekommen. Das ist sehr, sehr, sehr ärgerlich. So, ich schaue mich jetzt hier noch ein bisschen in der Nähe um. Ne, ob es vielleicht noch irgendwelche Fragmente hier ein bisschen weiter weggespült hat. Aha. Was bist du denn? Laserschneider. Alles klar. Der wird, glaube ich, auch noch wichtig. Auch nur eins von drei. Dann gucke ich mich jetzt hier noch so ein bisschen so im Umland von dieser Absturzstelle um. Mal Titan. Was bist du denn? Sandsteinbrocken. Oh, könnte hier Silber drin sein. Silber? Silber! Okay. Silber kommt nicht in Kalkstein vorkommend quasi vor, sondern in Sandstein. Interesting. Hier ist noch mein Laserschneider. Da weiß ich, dass wir den noch brauchen. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Item für viele Erkundungstouren. Was haben wir hier? Ist das Scannerraum? Nein. Oh, ich dachte, das wäre die Seemotte, weil es auch so halbkreisförmig war. So, Freunde. Scannerraum ist damit abgeschlossen. Also wir finden hier schon spannenden Stuff, ne? Das Gebiet hier ist schon sehr spannend. Bloß sehr viele Baupläne haben wir zu oft zwei von drei Teile oder einen von zwei Teilen. Ich würde aber gern alles, ne? Ich würde gern die vollständigen Baupläne haben. Das wäre
schon verdammt stark. So, dich will ich auch scannen. Auch wenn du, glaube ich, der Fisch bist, der mich mal angegriffen hat. Oh, jetzt ist er weg. Wo ist jetzt der rote Fisch? Hm, naja. Passt schon. So, was ist das hier? Das sieht irgendwie auch weird aus. Kreaturenei. Okay, nee. Habe jetzt noch nicht so ein Interesse dran. I'm sorry. Was bist du? Du bist Salz? Da vorne ist wieder so Schweber, ne? Die diese Fische, diese Steine in der Luft halten. Hier ist noch ein bisschen Quarz. Das nehme ich auch mit, weil ich das für Glas brauche. Aber wir schauen uns hier noch weiter um. Ich habe das Gefühl, wir haben hier noch nicht alles gesehen. So, da muss ich... Da ist diese 100 Meter Höhle. Es hieß ja so, hier bei 90 Meter Tiefe wurde ein Höhleneingang entdeckt. Den schauen wir uns natürlich selbstverständlich noch an. Und da vorne, da ist, glaube ich, nochmal Silber. Oder? Gold! Okay. Da sage ich auch nicht nein. Hier ist nochmal Quarz. Oh, verdammt. Jetzt wird es wieder Nacht. Okay, Freunde. Wir kommen bei Tag nochmal. Das ist, na gut. Ich glaube, aktuell... Wir kommen einfach nochmal. Das Problem ist, ich muss mir einfach, ich glaube, straight von der Aurora weg ist dieser Lifepod. Na? Also quasi, wenn wir auf die Spitze der Aurora gucken und dann in die andere Richtung, ne? Wenn wir eine Linie zwischen unserem Lifepod, und der Spitze der Aurora ziehen, in die Richtung weg, da befindet sich die Abschlussstelle. Ich glaube, man kann sich das sogar nochmal frisch markieren. Bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, man hat im Inventar hier Signale, genau. Na, hier. In der Nähe eines Höhlensystems wird angegriffen. Man kann sich das an- und ausmachen. Und da ist es quasi, ja. Ja. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall... werden wir hier auf jeden Fall wieder zurückkommen. So, mein Wasser ist auch langsam ein bisschen knapp. Aber ich glaube, den einen oder anderen Blasenfisch habe ich ja sogar mitgenommen. Da ist sogar noch mal einer. Kann ich den eigentlich auch mitnehmen mit Segleiter? Ja, dann können wir ziemlich nochmal eine frische Flasche Wasser rauslassen. So. Congratulations, Survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Data indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Okay, wir werden gerade dafür gelobt, dass wir so lange überlebt haben. Gerne, immer gerne. Ich gebe mein Bestes. So, alles klar, Freunde. Dann erstmal ran hier. Dann machen wir uns jetzt erstmal hier was zu essen. Zack, ein bisschen Water. Oh, schau mal, wir können uns ja gepökelte Nahrung machen. Gepökelten Blasenfisch. Der behält, glaube ich, seine Haltbarkeit, aber zieht uns Wasser ab, wenn wir ihn essen, wegen dem Salz. Na, wir müssen auf jeden Fall noch mehr mit Wasser arbeiten. Unserem Hunger geht es noch sehr, sehr gut. So. Dann gönnen wir uns hier mal ein paar Flaschen Wasser. Boah, das ist sehr ineffizient, unser Wasser. Sehr, sehr ineffizient. So, jetzt passt mal auf. Ich kann mir doch jetzt diese bessere Sauerstoffflasche machen, ne? Ja. Zwei Glas brauche ich. Aber ich habe Quarz gesammelt. Ich habe extra Quarz gesammelt, Freunde. Aber ich glaube nicht genug, oder? Nein, ich habe nicht genug Quarz. No. Oh, verdammte Axt. Ja, und ansonsten, ne, Konstruktionswerkzeug, da brauche ich auch noch viel Stuff. Was brauche ich da? Computerchip, Kabelsatz, Batterie, Laserschneider. Ha. Wo kriege ich denn all den Shit her? Hier, ne, Kabelsatz, braucht zwei Silber, Tischkorallenprobe, okay, Kupferdraht, da brauche ich aber Kupfer für. Ah, das läuft alles irgendwie noch nicht so ganz rund. Ich mache noch nicht den Progress, den ich mir erhoffe, to be honest. Muss ich ehrlich sagen. So, ich lage jetzt hier mal meinen Titan ein. Das brauche ich nicht, wenn ich unterwegs bin. Genauso wie Quarz, Salz, Glas, Silikon. Das sind alles Crafting-Werkzeuge. Brauche ich nicht. Na? Lassen wir hier. Wir nehmen uns jetzt einfach hier noch ein bisschen was zu essen und zu trinken mit. Das war ja das, was ursprünglich hier in dieser Kiste drin war. Und dann starten wir. Und ich sehe gerade, dass ich hier ein paar übersprungene Frames habe. Hat die Aufnahme mal gelaggt? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht so schlimm, Freunde. Hatten wir krasse Lags? Damn, Bro. So, will ich nochmal... Nee, warte mal. Haben wir nicht noch eine neue Nachricht bekommen? Ich erinnere mich doch da an was. This is Lifepod 3, uploading our coordinates.
We're plugging some holes in our emergency sea glide, so if we're late for the rendezvous, don't panic. Also, don't go home without us. Seriously. 3 out. Okay. Rettungskapsel 3 Untiefen. Oh boy. Das ist aber auch nicht Richtung Aurora, ne? Ja, dann ist gut. Boah, warum... Oh, dieser Mond sieht auch mächtig aus. Warum starte ich meine Erkundungstouren eigentlich immer bei Nacht? Das ist doch übel hohl. Das ist doch richtig, richtig dumm. Warum tue ich das, Guys? Aber wir müssen da durch. Wie gesagt, für mich ist dieses Game bis zu einem gewissen Punkt wirklich ein Horrorspiel. Aber wir tryen jetzt, Freunde. Wir gehen direkt zur nächsten Kapsel. Was soll's? Was soll's? So, wir nehmen uns ein paar Blasenfische mit. Die können nie schaden. So, ich brauche Licht. So, hier sind wieder diese Samen, genau. Da sind noch mehr Blasenfische. Euch brauche ich. Sehr gut. So, ich will nicht in diesen Schlingpflanzen sein. Ich fühle die nicht so. Okay. Oh, wow. Okay, der ist tatsächlich leicht zu erreichen. So, was geht hier ab? Hallo? Datenbox öffnen. Kompass! Oh, das ist big. Also Bauplan für einen Kompass. So. You really think it'll carry two of us? Your regular sea glide tows a mass of 80 kilograms at over 30 kilometers an hour. The power cell rigged to this one should double that. You think there's something out there that's faster? I'm sure. And that's assuming it doesn't overload 3 meters from the life pod. You're calm about this. I'm seeing the engineering problem. If I stop seeing the maths, I'll be terrified. Okay, die haben also auch festgestellt, dass sie nicht überleben werden. Damn, so was habe ich jetzt hier als ja der Kompass, ne? Kupferdraht und Kabelsatz. Sehr, sehr geil. Doch Kompass wird sehr wichtig, Freunde, dass wir uns hier fortbewegen können. Kameradrohne, Scannerraum, Reichweitenmodul, Scannerraum, Sichtfeldchip. Ja, es ist. Hier, ach, wir können, warte mal, ich sehe gerade, wir können sogar schon anfangen, uns eine Basis zu bauen, Freunde. Wir haben schon die ganzen Segmente, die wir brauchen. Da brauchen wir nur noch das Konstruktionswerkzeug dazu. Wow, okay. Ich dachte, man könnte erst eine Basis bauen, wenn man irgendwie eine gewisse Form von Progress gemacht hat, Schwebefisch. Aber scheinbar nicht. Scheinbar können wir schon sehr früh damit anfangen, uns ein Zuhause zu bauen. Und das werden wir auch tun. Weil das brauchen wir. So, ja, hier ist Seegleiter, ne? Aber Seegleiter habe ich tatsächlich schon. Ich nehme es fürs Titan mit. Aber die haben ja auch in ihrer Übertragung gesagt, ja, unser Seegleiter ist defekt. Also in ihrer Übertragungsnachricht sagen die schon immer grob, was man da findet und warum es sich lohnt, da hinzugehen. Ah, da vorne ist so ein Fisch. Das sind diese fiesen Angriffsfische. So, die spielen immer mit dem Metallschrott. Aber guck mal, Freunde, hier. Oh Gott, da ist noch einer. Ich scanne den. Ich scanne den. Der greift mich zwar gleich an, aber ich scanne den. Pirscher. Risiko. Mich stoppt kein Risiko. Bleib jetzt da. Sehr gut, sehr gut. Oh Gott, wie lange man den scannen muss. Scan ihn. Scan ihn. Please. Scan ihn. Ich habe ihn immer noch nicht gescannt. Jetzt. Okay, und jetzt schnell nach oben. Jetzt schnell nach oben. Oh, wow. Warte mal, warte mal. Ich habe eine Karte? Auf meinem... Seegleiter? Oh, örtliche Strahlungsmesser, der zeigen, dass der Antriebskern der Aurora einen kritischen Zustand erreicht hat. Eine Quantenexplosion. Ich möchte keine Quantenexplosion. Ich verzichte. Halt, stopp. Nein. Ende. No Quantenexplosion. Was ist hier? Mobile Fahrzeugstation. Sehr schön. Fragment 2 von 3. Aua. Ja, ich habe ihm direkt in die Fresse geguckt. Okay. Ich brauche noch mehr Silber. Hier, Sandstein. Da, da, da. Silber, Silber, please, please. Nein, das war... Was war das? Ich habe nochmal irgendwas anderes bekommen. Ist es so viel verlangt, ein bisschen Silber zu finden? Ja, noch mehr. Sandstein. Ja, da ist Silber. Ich brauche viel davon. Ich brauche sehr viel. Gold. Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Wieder mobile Fahrzeugstation. Big Pork. Damit ist sie nämlich fertig. Damit können wir U-Boote und so ein Stuff konstruieren. Aber hier gibt es viel Silber und so, Freunde. Hier gibt es wirklich viel, viel, viel spannenden Stuff.
Wir bleiben noch ganz kurz hier. Wir bleiben noch ganz kurz hier. Mir gefällt das hier. Wir finden hier viele Materialien, die wir, glaube ich, noch früher oder später brauchen. So, das ist, glaube ich, noch mal eine mobile Fahrzeugstation. Nehme ich wieder fürs Titan mit. Weil wir brauchen viel Titan, um unsere Basis zu bauen. Also, wenn wir eine Basis bauen, besteht die quasi ausschließlich aus Titan und Glas. Entsprechend Quarz wäre auch noch gut. Aber quarztechnisch ist hier echt nicht viel los, ne? Blei ist das. Okay. So, hier wird das... die See oder der Ozean wieder ein bisschen offener. Weiß ich aber nicht, ob mir das gefällt, Freunde. Weil... das ist... ah, warte mal, das ist das Biom, wo die andere... wo die andere Kapsel abgestürzt ist. Das scheint ja mal sehr groß zu sein, dieses Biom. Holy shit. So, Kupfer brauchen wir auch. Ich glaube, wir müssen wirklich sehr viele Erze aus diesem Stein schlagen. Ich glaube, das ist sehr notwendig. So. Wieder runter da. Hallo? Geht hier irgendwas ab? Silber? Oh boy. Ich höre wieder irgendwelche Monster neben mir. Ich spiele das Spiel auch ganz bewusst mit Kopfhörern. Um noch krasser so in diese Atmosphäre reingesaugt zu werden. Aha. Da haben wir nochmal was. Aber das ist kein Sandstein, das ist Kalkstein. Oh, ätzend. Ja. Oh, was ist hier denn? Oh, Freunde. Da haben wir nochmal was entdeckt. Was geht hier denn ab? Oh nein! Da brauche ich einen Laserschneider. No! So, aber hier ist der Bioreaktor. Geil! Damit haben wir den, das ist so wichtig. Oh Gott, da ist ein Monster. Bioreaktor ist meiner Meinung nach die beste Art und Weise, Strom zu erzeugen. In unserer Basis. Oh Freunde, im nächsten Part bauen wir uns so safe eine Basis. Das wird sehr geil. Ich meine, ich bin beim Basisbau immer sehr, wie soll ich sagen... rational, also ich baue die selten schön und meistens einfach nur so, dass ich darin gut arbeiten und funktionieren kann. Aber so prinzipiell ist doch mal gar nicht schlecht. So, Seeleiterfragment, Freunde. Noch mehr Titan für Papa. Okay. Ich glaube, dann können wir uns jetzt wieder Stück für Stück auf den Heimweg machen. Aber hier ist es noch mehr. Waren wir bei dieser Absturzstelle schon? Ich weiß es nicht, Geiz. Was bist du? Abfalleimer? Alles klar. Sehr schön, Freunde. Richtig epische Musik. So nach dem Motto, so krass, Bruder. Du hast den Abfalleimer entdeckt. Junge, was ist die krosse Krabbe? Ich gehe nur zum Abfalleimer. Ist da irgendwas drin? Nein. Okay, ist hier in dieser Kiste was drin? Denn diese Cargo-Kisten können ja manchmal offen sein. Aber hier, genau, hier sind wir bei den Schlingpflanzen. Aber wir waren hier ja schon. Genau, diese 200 Meter in die Richtung. Doch. Das ist jetzt das Gebiet, in welchem wir schon unterwegs waren. Das ist, glaube ich, noch mein Kreaturen-Ei, ne? Tschüss. Die werden wir auch noch irgendwann ausbrüten. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwann so eine Art Ausbrütstation oder sowas gibt. Aber keine Sorge, Freunde. Wir kümmern uns schon noch um die ganzen Kreaturen, die wir hier finden. Ne? So, ich habe jetzt leider nicht so viel Silber mitgebracht, wie ich es mir erhofft hatte, muss ich zugeben. Aber was soll's? Wir sind wieder zurück. Haben wir schon wieder einen neuen Funkspruch? Nee, noch nicht. Meine Batterie in meinem Seegleiter geht aber leider bald leer. Das zackt ein bisschen. So. Was geht hier ab? Ah, der Kompass, ne? Kupferdraht und Kabelsatz. Das wird verdammt spannend. So, Kupferdraht kann ich aber, glaube ich, machen. Genau. Kann ich auch einen Kabelsatz machen? Ja, da brauche ich zwei Silber. Okay, wir müssen uns den Kompass machen, Freunde. Der ist für die Orientierung einfach mehr als notwendig. Auch wenn es jetzt vielleicht erstmal so nach dem Motto so weggeworfene Materialien sind, die wir auch für was anderes nutzen können. Wir müssen einfach wissen, wie wir uns fortbewegen. Damit wir uns auch in Zukunft einfach besser den Weg merken können. So, desinfiziert das Wasser. Da brauche ich noch Chlorbleiche dafür. Wie kriege ich Chlorbleiche? Aus Salz und einer Röhrenkorallenprobe.
Warte mal. Röhrenkorallen waren doch hier überall unterwegs. Die habe ich doch sogar gescannt und dann war ich so, hä, what the fuck, warum kann man so diese riesigen Röhren scannen? Wenn man sich da was rausschneiden kann, ändert das natürlich alles. Hier, das hier, ne? Das ist eine Röhrenkoralle. Ah! Ich nehme mal 4 Stück mit, das... Aha! Und schon wieder was gelernt, Freunde. Das ist ja mal sehr interesting. Und ich hatte mich noch gewundert, warum kann ich so eine random Koralle quasi scannen. So, jetzt brauche ich noch Salz, aber das ist kein Problem, weil Salz habe ich hier eingelagert. So, Freunde. Dann chlorbleiche it in. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Ja, purifying water. So. Chlorbleiche. Zack. Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. Sehr geil. So, dann kochen wir jetzt auch noch hier so einen Blasenfisch. Einfach für ein bisschen Food. Und dann geht es uns, glaube ich, auch essenstechnisch wieder ganz gut. Und ich merke auch gerade, Freunde, dass, zack, wir essen jetzt den Bums hier. Das hier, da ist das desinfizierte Wasser. Es macht 30, während das gefilterte Wasser nur 20 wiederherstellt. Geil. Geil, geil, geil. Na, das läuft nicht schlecht. Guys, beim nächsten Mal werden wir uns eine Basis bauen. Das wird richtig, richtig gut. Wir brauchen dafür noch ein Konstruktionswerkzeug. Das finden wir hier, glaube ich. Euer Computerchip, Kabelsatz, Batterie. Müssen wir noch ein bisschen Silber und Kupfer finden. Oder wartet mal, wartet mal. Wenn ich mir jetzt hier noch alles mitnehme, wenn ich mir jetzt hier noch meine Tischkorallen mitnehme und meinen Säurepilz und mein Silber und Gold und ein bisschen Titan, kann ich dann vielleicht sogar schon ein bisschen was herstellen? Nee, Kupfer brauche ich Kupfer. Kabelsatz brauche ich auch Kupfer. Ja, beim Computerchip. Ja, okay, wir brauchen noch ein bisschen Silber und Kupfer und so, das besorgen wir uns. Und dann bauen wir uns eine Basis. Freunde, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.